Und bei mir hier am Set steht einer, der schon gewählt ist, nämlich der neue Co-Bundessprecher, ist gleich Parteivorsitzender, Tino Chrupalla. Sie sind quasi der Nachfolger, der in die Fußstapfen von Alexander Gauland tritt. Sie sind gestern in die Stichwahl gegangen gegen Gottfried Curio. Das war ja auch zu erwarten. Sie haben gewonnen mit 54%. Auch das war zu erwarten. 54% ist fast genau der gleiche Wert, den gestern Ihre sozusagen vorsitzenden Kollegen von der SPD, Novabo und Saskia Esken in der SPD, bei einem Mitgliederentscheid gewonnen oder errungen haben. 54%, können Sie damit gut leben, mit dieser Zustimmung? Ja doch, ich kann damit sehr gut leben. Es war ja im Prinzip eine spannende Wahl, es war eine Stichwahl und Gottfried Curio ist ja auch ein sehr guter Gegenkandidat gewesen, muss man sagen. Ist ein ambitionierter, guter Redner bei uns in der Bundestagsfraktion und von daher bin ich sehr zufrieden. Früher war es ja so, dass viele Delegierte, die ja hier die Basis vertreten, keinen Bock auf das hatten, was die Parteiführung eigentlich wollte. Jetzt sind Sie dem Vorschlag des Partei-Establishment gefolgt, nämlich Sie zum Co-Vorsitzenden zu wählen. Ist das so eine Art Normalisierung, die man da merkt bei der AfD? Ich denke, ja, es ist eine Professionalisierung mittlerweile. Wir werden erwachsen, das kann man schon so sagen. Nach 6 Jahren merkt man, dass unsere Parteitage auch konzentrierter stattfinden, durchlaufen. Und das erkennt man, dass wir in der Weise immer mehr professionalisierter auch auftreten. Jetzt gibt es ja in jeder Partei, so auch bei der AfD, so Trennlinien oder unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Strukturen. Ich nenne jetzt mal zwei in der AfD, Osten, Westen und die sich als gemäßigt bezeichnen oder bürgerlich und der sogenannte Flügel. Sie haben ja gestern angekündigt, so als quasi Ihr Programm, die zusammenzuführen. Wie muss man sich das vorstellen? Denn da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Auffassungen, da gibt es möglicherweise auch viele persönliche Differenzen. Da haben Sie ja eigentlich auch eine Menge zu tun, das sieht man ja auch an den Wahlergebnissen von gestern. Auf alle Fälle, persönliche Animositäten gibt es natürlich in allen Parteien. Man sieht es ja wie in der SPD natürlich auch bei uns. Wir haben aber gestern anhand dieser Doppelspitze zeigen können, dass im Prinzip auch beide Lager, auch Ost und West, gleichermaßen repräsentiert sind, gerade nach den guten Wahlergebnissen im Osten. Also das wird die Partei eher zusammenführen und ich bin da sehr zuversichtlich. Sie haben ja gestern noch darauf hingewiesen, es ist ganz gut, wenn die Partei von einem Akademiker und von einem Nicht-Akademiker, also Professor Meuthen und Tino Chrupalla, Malermeister aus Görlitz, geführt wird. War das jetzt nötig zu sagen, dass sich da alle auch irgendwie von der AfD, also den Mitgliedern, den Wählern da irgendwie mit integriert fühlen? Ja, auf alle Fälle. Ich denke, wir müssen ja auch unsere Wähler repräsentieren. Ich bin die starke Stimme nicht nur des Ostens, natürlich auch der Handwerker und der Mittelständler, für die ich im Bundestag Politik mache. Das ist die Mittelschicht, wo wir immer mehr sehen, dass die Mittelschicht erodiert, dass die Mittelschicht eigentlich politisch kaum noch von einer Partei vertreten wird. Und das will ich in der AfD tun. Und ich denke, dass ich damit mit dieser Wahl auch das repräsentieren kann. Jetzt gelten Sie ja wie auch der Co-Vorsitzende, wir haben es jetzt gerade ja schon ein bisschen angesprochen mit dem Stichwort Mittelschicht, so als wirtschaftsliberal. Es gibt aber hier auch einen Sozialflügel, manche sagen sogar, er sei sozialpopulistisch, den zum Beispiel Björn Höcke repräsentiert. Da gibt es ja demnächst möglicherweise auch Ärger bei der Frage, wie das Rentenkonzept der AfD aussieht. Wie nehmen Sie die dann mit, die diese Meinung, die Sie vertreten, gerade in wirtschaftsliberalen Fragen, dann nicht so sehr teilen? Gut, also wir haben ja verschiedene Rentenkonzepte, Sie haben es angesprochen, von Björn Höcke, auch von Professor Meuthen. Ich habe an beiden noch gewisse Kritikpunkte, das muss ich auch sagen. Wenn wir das Wirtschaftliche in dieser Partei bestärken, das Soziale automatisch mitnehmen, auch die Rentenfrage. Und wir werden das auf dem Sozialparteitag klären. Wir werden dort Konzepte zur Abstimmung haben und werden uns auch auf ein einheitliches Rentenkonzept einigen können. Und das ist auch meine Aufgabe, natürlich dazu beizutragen, dass wir das als Gesamtpartei auch schaffen können. Sie haben in einem Brief an die Mitglieder des Kreisverbandes Görlitz geschrieben, sie sollen sich vor Journalisten in Acht nehmen, da könnten auch getarnte Zersetzungsagenten drunter sein. Jetzt bringt Ihre neue Funktion als Parteivorsitzender mit sich, dass Sie ziemlich viel mit Journalisten zu tun haben werden. Welchen Umgang haben Sie sich da vorgenommen mit Journalisten? Ich habe grundsätzlich mit Journalisten keine Probleme. Es gibt natürlich, wie in jeder Branche, auch bei den Journalisten schwarze Schafe, die sich eben nicht an Vereinbarungen halten, die sich auch nicht an den Pressekodex halten. Das muss man ganz klar sagen. Das habe ich kritisiert. Dazu habe ich auch meine Mitglieder... Meinen Sie mit Pressekodex? Ja, es gibt ja aber auch bei Ihnen einen Pressekodex mit gewissen Fristen, die man einhalten sollte, wenn man Fragen an die Abgeordneten zum Beispiel oder an den Bundesvorstand stellt. Die wurden zum Teil nicht eingehalten. Das meine ich damit. Und wir möchten natürlich auch die Mitglieder sensibilisieren, mit Presseanfragen besonnen umzugehen und vielleicht doch einfach auch mal eine Rückfrage zu stellen, bevor man schnell antwortet und sich dort zur Äußerung hinreißen lässt, die im Prinzip die Presse auch gezielt gegen uns verwendet. Das haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen.
Man könnte jetzt als Gegenfrage stellen, wäre es für die AfD besser, vielleicht etwas gelassener auch mit Journalisten umzugehen, gerade mit denen, die Ihnen vielleicht nicht so gewogen sind oder Sie meinen, dass Sie nicht so gewogen sind? Nein, das würde ich nicht sagen. Es gab in der Vergangenheit, Helmut Kohl hat zum Beispiel mit dem Spiegel nie ein Interview gemacht oder mit Panorama. Also es gibt in der Vergangenheit repräsentative Persönlichkeiten, die das ebenso gehandhabt haben. Wenn Presseleute sich nicht an gewisse Absprachen halten, kann man das durchaus tun. Und das werde ich auch tun. Ich schaue mir das genau an. Und das ist ja mein gutes Recht, zu sagen, mit denen rede ich nicht oder mit denen möchte ich nicht reden. Das machen die Presseleute im Übrigen genauso. Gut, also natürlich haben Sie das Recht, Interviews nicht jedem zu geben, die Sie nicht möchten. Wir werden trotzdem nach wie vor versuchen, von Ihnen Antworten auf Fragen zu kriegen und natürlich auch jeden hier, der etwas zu sagen hat für die AfD, zu interviewen. Zu sagen hatte hier etwas Tino Chrupalla, der neue Co-Vorsitzende der AfD. Vielen Dank, dass Sie da waren.